Hans Pleschinski, Ludwigshöhe. Ein spaßiger Roman und man darf das nicht einfach so sagen, denn es ist auch eine harte Geschichte. Drei Geschwister, ein schwuler Pullover-Designer, ein echtes Weichei, eine lesbische Finanzbeamtin, recht tough, und eine richtig böse Brokerin, hetera ihres Zeichens, sollen von Onkel Roberto viel erben. Und zwar so richtig viel. Anteile an Gazprom, ganze Ferienressorts in Brasilien, Aktienfonds, Bargeld und damit ist auch eine Bedingung verknüpft, die Villa des Onkels in München, Ludwigshöhe. Diese Villa, so die Auflage im Testament, muss als Hospiz für Selbstmordwillige betrieben werden. Dieselben müssen gefunden, untergebracht und in ihrem Anliegen gefördert werden. Sonst ist das Erbe futsch. Nur kurz werden Bedenken gewälzt, die Gier ist natürlich groß. Doch wie schafft man es überhaupt, eine ganze große Villa voll mit Selbstmordwilligen zu bekommen? Das Ganze bewegt sich ja auch eindeutig im Graubereich der Legalität. Nun ja, das schaffen sie, das Haus füllt sich, es gibt sogar schon Tote. Aber die Menschen sind ihren Alltagssorgen, ihrem Druck entrückt und das Ganze kippt. In eine fast schon barocke Party, Lebensfreude macht sich breit, die Selbstmordwilligen scheinen gar nicht mehr so selbstmordwillig zu sein. Insbesondere die böse Hetera-Brokerin wähnt Schlimmes, denn der schwule Bruder hat sich in Tassilo verliebt und hofft natürlich inständig, dass er nicht ernst macht. Und das Erbe scheint in Gefahr, doch wo immer auch Gefahr ist, naht das Rettende schon. Und die ganze Geschichte explodiert in eine fantastische, große Party mit vielen Absurditäten. Zum Glück kreuzt dann noch die Freundin der lesbischen Finanzbeamtin auf. Die ist die Einzige, die irgendwie noch bei Trost ist und die Sache rettet. Ein großer Lesespaß, wie immer bei Hans Pleschinski. Nicht nur großer Wortwitz, fein geschliffene Sätze, ein unglaublich intelligent aufbereitetes Thema, die Nähe von Tod, Party, überschäumender Lebensfreude und Ende. Die Finalisten heißen sie ja auch, die sich dort unterbringen lassen. Eine sehr ambivalente Geschichte, die einem kurz das Lachen immer gefrieren lässt, die einen zum Nachdenken bringt und die einen angereichert mit Einsichten, Sätzen, in denen man schwelgen mag, zurücklässt und aufgeräumt wie selten. Ein großes Buch über das Leben im Angesicht des freiwilligen Todes, ein Lesespaß, ein intelligentes Vergnügen. Hans Pleschinski, Ludwigshöhe. Erschienen im Beck Verlag und jetzt lieferbar als DTV-Taschenbuch.